Moin Leute, wie geht's, wie steht's? Hier ist der Yoshi Gamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei Let's Play Little Nightmares. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass wir eigentlich die ganze Zeit über im Spiel auf einem riesigen Frachter, auf einem riesigen Schiff waren. Und ja, das hier ist quasi ein riesiges Restaurant, Leute. Und hier werden viele von diesen dicken, ekligen Kerlen verfüttert. Ich habe sogar eine Theorie, Leute, und zwar, dass diese dicken Kerle eventuell gemästet werden und dann geschlachtet werden. Ist nur eine Theorie, kann ja sein. Nein, auf jeden Fall haben wir dennoch eine menschliche Gestalt gesehen, die wir auch jetzt im letzten Part genau an dieser Stelle gesehen haben. Wir sind gespannt, wer das ist oder was sie ist. Vielleicht ein Geist, vielleicht eine Person, die wir kennen. Wer weiß das? Wir werden einfach mal mit dem Fahrstuhl hinterherfahren und hoffen, dass diese menschliche Gestalt uns nichts Böses will. Das hoffe ich doch mal sehr. Will ich doch wieder sterben? Ich bin schon einige Male gestorben, Leute. Ich will nicht nochmal sterben. Okay. Komm. Schauen wir uns um. Da hängen, das sind Puppen. Okay, das schließt sich und wir kommen da nicht mehr zurück. Das Bild ist eklig. Hört ihr das? Das Gesumme? Oder bilde ich es mir ein? Da oben ist keiner. Das hört jetzt auch, Leute. Ich bin nicht verrückt. Wir haben Herzklopfen. Wir versuchen mal nicht aufzufallen. Und schleichen einfach an ihr vorbei. So, wir haben gesehen, wir brauchen einen Schlüssel. Wo kriegen wir Schlüssel her? Ich hoffe, die bleibt auch jetzt da. Hier vielleicht irgendwo. Schau mal kurz hier, vielleicht guckt sie irgendwo hin. Nee. Nee. Ja, wahrscheinlich irgendwo. Auch nicht. Wieder Vase hier. Ist weg. Ah, oh, Scherben. Da ist er. Da ist der Schlüssel. Ist die jetzt weg? Weil die das Gesumme hat natürlich aufgehört. Aber die ist weg. Das heißt, wir können durchrennen. Sehe mich selber nicht. Jetzt. Ich habe nicht gesehen, wo ich gelaufen bin. Mensch. So, weiter. Also die scheint nicht so hübsch zu sein. Immerhin ist der Spiegel kaputt. Das scheint einiges zu heißen. Soll ja einiges heißen. Oh. Die Schattenfigur hier vor der Tür jetzt. Ich dachte, das wäre sie jetzt gewesen. What the fuck? Scheiße, Mann. Was für abnormale kranke Bilder man hier auch hinhängt. Fuck, man, Schlüssel haben wir noch, ja. Die ist ja auch nirgendwo, ne? Nee. Oh Gottes Willen! Oh Lassie, das sie, das sie! Nein! Nein, 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 nein! Da rein, da rein, da rein! Oh! Holy shit! Scheiße! What the fuck?
Was für eine gruselige alte Frau! Gottes Willen. Überall sind kaputte Spiegel. Schon rein. Ja, die hängen überall kaputte Spiegel. Warum? Warum überall kaputte Spiegel? Können wir Schubladen aufmachen? Die sehen so lose aus. Nee, anscheinend nicht. Ist das hier? Ist das ein Spiegel? Okay. Ja, atmen. So. So, so. Rauch. Ist es kalt? Ey, du Alte! Wer bist du? Sprich zu mir! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Wo ist... Ja, wir gehen mal ins Licht. Ah, alles klar, okay. Also Spiegel sind ihre Schwachstellen. Das heißt, wir heben den Spiegel wieder auf und müssen schnell gucken, wo ist das nächste Licht? Nächstes Licht, das ist das nächste Licht. Im Dunkeln sind wir schwach. Okay. Da muss ich. Das ist es. Schnell, heb auf, Kleine. Heb auf, heb auf, heb auf. Oh, ist das ein Bosskampf oder wie? Oh mein. Geh weg! Hau ab! Niemand mag dich! Niemand kann dich leiden. Bitte geh einfach. Geh weg und lass mich in Frieden. Gib mir ein paar Antworten. Wo bin ich? Was ist für eine Welt hier? Gib mir Antworten! Ich hoffe, wir machen das jetzt richtig, Leute. Ich hoffe wirklich, wir machen das jetzt richtig, Leute. Aufstehen, 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 hochheben. Nee, anscheinend. Oh, nee. Nee. Nee, Leute. Nee. Wir haben Hunger und die Frau liegt da am Boden. Sagt mir jetzt nicht, dass wir das tun müssen, was ich denke, was wir tun müssen. Oh, nee, ich will die nicht fressen. Ich will das nicht. Nee. Verhungern, lass es... Oh, wir sterben sonst. Okay. Holy shit, oh mein Gott, ist das krank! Holy shit, what the fuck ist das für ein Spiel? Wow, es geht jetzt ab. Oh oh. Okay, was da immer gerade passiert ist. Eventuell haben wir die Kräfte dieser Frau jetzt bekommen. Eventuell. So ungefähr.
vorne laufen die ganzen, sind die ganzen dicken Leute. What the fuck? Alter, alles geht kaputt, wenn wir in die Nähe gehen. Alter, was mit uns passiert? Was sind wir jetzt? Alter! Alter! Was zum Teufel? Alter, die sterben alle! Das ist Licht. Das Licht, das uns endlich herausbringt. Also, er läuft von alleine jetzt. Ich brauche nicht mehr machen. Ich kann mich aber noch umschauen. Oh, das wäre so ein kleiner Mann. Drei kleine Männer. What the fuck war das, Leute? Das war's? Moment mal. Das war das Spiel. Das war Little Nightmares. Ich will ja nichts sagen, ne? Das Spiel ist nicht schlecht. Keine Frage. Aber... ich glaube, das ist gerade mal der 6. Part oder so. Ist das echt schon das Spiel? Wow, okay, das ist natürlich ein sehr recht kurzes Spiel. Müsste man mal gucken, wie lange ich dafür gebraucht habe jetzt. Ne, Leute, aber das war's anscheinend. Das war Little Nightmares, ein Indie-Horror-Game, das vor etwas längerer Zeit ja schon angetestet worden konnte. Allerdings habe ich das nicht so zeitlich hinbekommen. Ich habe nur davon gehört auch und kam auch dazu, dass wir gekauft haben. Ja, aber ich habe es ja jetzt durchgespielt und ich würde sagen, das Spiel ist echt nicht schlecht, beim besten Willen. Ich hätte nur... ist schon cool gemacht. Aber kurz mit mir ins Haus ein bisschen leiser. Für mich ist es ein bisschen zu laut. Nee, ich finde es ganz, ganz klasse. Also, ganz, ganz cooles Spiel. Also, vor allem der Koch und der Langarmige. Und die waren alle so eklig. Vor allem die in dem Restaurant. Die ganzen Fetten, die uns über den Boden hinterherkrabbeln mussten, weil sie so nicht mehr laufen konnten. Das... what the fuck? Und was war mit uns gerade los? Was passiert? Wir hatten da jetzt diesen Endkampf mit dieser menschlichen Geister, was weiß ich, Monstergestalt. Und haben sie jetzt gefressen? Was sind wir? Wir sind definitiv kein Mensch und wir haben wahrscheinlich auch ihre Kräfte bekommen. Aber was sind wir? Was sind wir? Ein Wichtel, ein... auf jeden Fall irgendein kleines Männchen. Ein kleines Männchen mit einem gelben, mit gelben Klamotten. Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber die drei kleinen Wichtelmänner, die wir da gerade eben gesehen haben, das waren, glaube ich, die, die wir umarmt haben. Können wir eventuell noch ein anderes zweites Ende freischalten? Indem wir alle Wichtelmänner umarmen? Das wäre ganz interessant rauszufinden.
Ich werde mich auf jeden Fall darüber informieren, ganz klarer Fall. Ich werde gucken, ob es das wirklich das einzigste Ende ist. Wenn es noch ein zweites Ende gibt, werde ich es natürlich auch noch machen, Leute. Kein Ding, ich will das ja selber noch gucken. Also, ich werde mir natürlich nicht über YouTube angucken, wie das zweite Ende aussieht und dann sagen, ha, ich, Leute, weiß nicht, wie das aussieht und ich werde es nicht klären und werde es euch trotzdem noch zeigen. Sondern ich werde mich nur informieren, ob es ein zweites Ende gibt. Und wenn es und wie man es freischalten kann. Und wenn ich es herausgefunden habe, dann werde ich es tun. Und es natürlich auch aufnehmen. Ganz klarer Fall. Leute, aber echt. Das Spiel hat sehr gute Atmosphäre und ich bin wirklich, auch wenn es wirklich ein kurzes Spiel ist, sehr fasziniert von diesem Spiel. Klasse. Also, nee, echt, da haben sie wirklich, haben die Macher wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Also wirklich ganz klasse. Klasse. Indie-Horror-Game wieder. Atmosphärisch. Ich liebe ja so Horror-Games, die so atmosphärisch sind, die so richtig geile Atmosphäre haben, wo nicht Jumpscares oder so kommen, die einen heftig erschrecken, sondern so Spiele, die einen richtig Angst einflößen, richtig heftig Angst einflößen. Alleine durch diese gruselige Musik und diese geile Atmosphäre. Seven Days zum Beispiel ist auch ein Projekt, das ich vor langer Zeit angefangen habe, Leute. Auch sehr, sehr geile Atmosphäre. Sowas in der Art. Sowas liebe ich richtig geil. Geil. Gerne. Sowas liebe ich richtig gerne. Aber Leute, ja, über das Spiel gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Ich kann nur sagen, ich finde, das war ein richtig wunderbares Projekt. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, Leute. Gebt mir doch einen Daumen hoch für dieses wunderbare Indie-Horror-Game Little Nightmares. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei einem neuen, weiteren Indie-Horror-Projekt, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Projekt. Euer Yoshi Gamer hier. Haut rein. Ciao, ciao, Yoshi. Hey Leute, wie geht's, wie steht's? Ich bin nochmal kurz da. Es kommt noch was. Wollten wir das mit euch gemeinsam angucken, Leute. Anscheinend ein... Also man sieht, wir sehen uns selber. Seht ihr das? Da hinten sind wir. Ganz, ganz klein auf der Insel. Danke fürs Spielen. Ein riesiger Turm auf der Insel. Mit einer Tür. Und aus der Tür sind wir wahrscheinlich rausgekommen. Und wir sind da hinten ganz klein zu sehen, wenn ihr es erkennt. Aber was das heißen soll... Keine Ahnung. Vielleicht gibt es irgendwann einen zweiten Teil. Oder vielleicht eine Planung. Wer weiß. Aber ich wollte euch das nochmal zeigen, Leute. Weil ich fand es ganz interessant. Ach, guck mal, das Bild geht immer näher ran. Kann es sein? Oder kommt es nur so vor? Ne. Gut. Ich glaube, das war noch nicht das komplette Ende, Leute. Ich glaube, da ist noch was in Planung. Na gut, Leute. Aber so, ja, ich habe die Credits jetzt damit also quasi übersprungen. So, jetzt aber wirklich, Leute. Ich hoffe, dass euch dieses Projekt gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch und lasst mir ein Abo da, Leute. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns das nächste Mal bei einem neuen Indie-Horror-Let's Play, einem neuen Projekt. Wobei ich jetzt erstmal Surgeon Simulator weitermachen werde. Darauf freut euch doch, Leute. Also, Leute, damit aber erstmal als euer Yoshi Gamer. Der Yoshi Gamer. Haut rein. Ciao, ciao. Yoshi.